Und da bin ich wieder weg. Weiter geht's. Wir gehen zur Railroad. Beziehungsweise, vielleicht gehen wir mal zuallererst zur Pridwin und gucken, was geht. Natürlich speichern wir dick ab, bevor wir das sagen. Um zu gucken, was, ja, nicht, dass was Schlimmes passiert. Also ich will jetzt erstmal nicht von der Bruderschaft irgendwie reingefunkt bekommen. Vor allem vertrete ich nicht die Ansichten der Brotherhood. Die sind da einfach in ihrem Tun zu krass. Das ist ja perfekt viereckig da, das Austrittsloch. Schönes Ding, ein schönes Ding. So, meine Herren, ich muss euch mal eben was erzählen, aber nur ganz kurz. Und wehe, ihr werdet böse. Blablabla, Ritter, ja, wenn die Pflicht ruft. So, unterhalb, da haben wir es ja schon. Was ist das für einer hier? Ich muss eine Angelegenheit melden. Oh. Fahr fort. Fahr fort. Weißt du irgendwas über Fahrhaber? Hast du irgendwas über eine Stadt im Norden namens Fahrhaber? Nördlich vom Commonwealth? Nein, Einsätze hatten wir nur in diesem Gebiet. Warum? Ja. Es gibt Gerüchte über eine Art Zuflucht für abtrünnige Synths im Norden. Es reicht nicht, dass wir sie hier ausrotten müssen? Mm. Jetzt tauchen sie auch noch anderswo auf? Wir brauchen eine Bestätigung, keine Gerüchte oder sowas. Kann ich darauf vertrauen, dass du dem nachgehst und mir alles direkt meldest? Nein. Auf mich. Ah, das passt mir schon nicht. Wie der schon reagiert, da wie so ein Hurensohn. Das müssen wir ausrotten, überall. Tschüss, Captain Fischgesicht. Wir gehen mal zu der Railroad und gucken mal, was die meinen mit dem Ding da, mit dem Jumble. Die sind wahrscheinlich ultra erfreut und sagen, hey, weißt du was, wir schicken dir noch 800 Atombomben mit. Wie wäre das? Wie hört sich das an? Sehr gut hört sich das an. Und der Bart wächst in die Nase. Es juckt. Oh Mann, wenn ich noch einmal zu spät zum Appell. Tja, dann geh halt pünktlich hin. Das ist das markierte Ort? Ich will keine Ort. Hä? Markierung entfernen. Was ist mit mir los? Railroad Hauptquartier, ja. Da kann man sich auch direkt raus teleportieren, ne? Glaube ich. Das ist nämlich sehr wichtig, ja? Das ist immer wichtig. Die Roboterwerkbank, das haben wir auch noch nicht gemacht. Da können wir dann auch demnächst noch weitermachen. So, hallo Männer, hallo Frauen. Und zwar. Hallo. Hallo. Hey, du bist Silberzunge, stimmt's? Ja. Yeah. Ich habe dich gesucht. Oh. Ich bin Boxer. Der Boss hat mich gerufen, weil ein paar Gerüchte im Commonwealth die Runde machen. Okay. Es gibt Gerüchte über eine Synth-Kolonie die Küste hoch. Hast du da was von gehört? Ich sag klar. Und es gehört der stählernen Bruderschaft. Ich gehe einem Hinweis zu einem Ort namens Far Harbor nach. Noch nie davon gehört. Heißt aber nicht, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Super, wenn du der Sache schon nachgehst. Lass es mich wissen, wenn du was rausfindest, ja? Ja. Das werde ich einfach mal so zwingen können. Oh, hallo. Codename Roter Glanz. Ist los. Aber fürs Erste werden wir sie im Auge behalten und uns von ihnen fernhalten. Unser Schwerpunkt ist weiterhin das Institut. Ihr habt alle was zu tun. Also an die Arbeit. Die Wichtigkeit von Bunker Hill und unserem dortigen Agenten ist weithin unbekannt. Tschüss, Desdemona. Ich muss jetzt irgendwo hin. Und zwar zu dem Haus der Nakanos und dann ab nach Far Harbor. Und dann legen wir da mal ordentlich los. Die Mucke ist so nice. Ah. Ja, jetzt ist ja auch noch die Strahlungsgeschichte am Stissel. So. Wir gehen jetzt aufs Boot und fahren. Katze, nein. Nach Far Harbor. Nach Far Harbor reisen. Ja. Da sind wir dabei. Das ist prima. Tschüss, Kate, du blöde Blunz. Man kann hier auf einmal nicht mehr springen. Damit man nicht rausfällt, nehme ich an. Man würde auch ziemlich krass, also man wird ziemlich krass umgeschleudert, wenn ich springe und dann voll nach hinten geportet. Beziehungsweise geschoben. Bleiben wir einfach hier in der Führerkanzel. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob Kate da mit kann. Also ob da überhaupt der Begleiter mit dabei ist von vom Hauptspiel. Das werden wir jetzt gleich sehen. Düdel, 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 düdel.
Schon sind wir da. Hier können wir auch nicht gescheit springen. Okay. Ultra cool, ne? Ich kann gar nicht richtig nach vorne gucken. Oh, yeah. Guckt euch das mal an. Ist das nicht lässig? Mit blauen Fackeln. Schon echt ultra cool gemacht hier. Festlandbewohner machen nur Ärger. Labert ihr mal nicht so viel, bitte. Festlandbewohner sind zufällig die coolsten der Welt. Ich hab sogar Kete dabei. Hallo. Du. Hast du dich verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe, Festlandbewohner. Damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid. Für uns ist es gerade etwas schwierig. Oh Gott, was ist los? Alan hat recht. Nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Ich suche eine kleine Snitch. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kazumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Jo, was ist das? Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Hallo! Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm eine Position oben auf der Mauer beim Haupttor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir! Okay. Vorsicht am Rumpf! Fall bloß nicht... Vorsicht am Rumpf! Fall bloß nicht runter! Das tut sau weh auf den Eiern. Ich komme ja schon. Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Was für ein Rumpf überhaupt? Das glaube ich schon. Ist das hier der Rumpf? Bin ich hier auf dem Rumpf? Auf den Rumpf! Da draußen ist was! Ist das da vorne der Rumpf? Ist diesen ein Rumpf? Ist diesen ein Rumpf? There are mines, guys! There are mines! Ach du Scheiße. Oh. Ich hab den Schlüssel nicht. Oh! Gute! Öffnet das Tor! Ich hab hier draußen Verwundete! Ja. Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Schnell! Öffnet bitte kurz! Mein Gott! Verteidigt euch! Ach du Scheiße! Schlinge! Fuckadoodle! Eat this, Slinger! Gott, die sind ja lächerlich. Guck mal, wie die fressen. Guck mal, wie die fressen. Hahaha. Ach Gott, sind die widerlich. Guck dich mal diese riesigen Schwabbelviecher an. Baba, baba. Da ist irgendwie ein legendärer Schlinger oder so. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu malen? Danke. Komm. Go, go, go. Oh Gott, da ist ein kleiner Schlinger. Was? Alles klar, der hat mich totgeschlungen, der Kerl. Totgeschlungen. Der hat mich doch nur ein einziges Mal berührt. Um Gottes Willen. Ultraviecher hier drin. Ich gehe hier rein. Ah. Dann können wir mal wieder zu. Wo bin ich denn da eigentlich runtergelatzt? Wo? Achso, ich bin hier durchgefallen, ne? So, speichern. Und erstmal oben bleiben, würde ich sagen. Ich denke, von hier können wir super hinleuchten. Ich mach vielleicht die Granaten an, lieber, ne? Obwohl, da könnten die Leute auch verrecken, aber egal. Ich kann jetzt nicht. Ich muss mich zufällig um euer Wohl kümmern. Mein Gott! Verteidigt euch! Das sind die Schläger! Fuck, dude! Hier, dude! Oh, shit! Das war eine... Oh Gott, sind das viele. Okay. Oh, der eine ist schon tot. Ich meine, dass die vorhin nicht so schnell gestorben sind, als ich auch ohne unten war. Die sind alle tot. Da drüben. Gott, sind die eklig, oder? Oh, irgendwie ist die eine Frau runtergefallen. Das ist blöd.
Ja, Meierlaufjäger. Könnt ihr die mal platt machen, bitte? Okay, Vati geht da jetzt runter und regelt das wie ein Wahnsinniger. Aber erstmal nimmt er right away und chillt noch kurz hier oben. Alles klar. Das war natürlich so geplant. Und los geht's. Bitches. Solange wir noch süchtig sind, müssen wir das ausnutzen. So, den gehen wir erstmal so brutal, wie es nur geht. Nee, das war nicht, das ist überhaupt nicht geplant. Boah, unsere Ultra-Pistel, ach du Scheiße. Boah. Das Ding ist da. Leute, hört doch mal auf, hier mal hinten. Hopp, die beschmeißen mich mit Mollys, die Vollidioten da oben. Das ist doch bescheuert. Ich bin doch jetzt nie im Leben durch den Kill gestorben, leider doch. Ja, das ist keine Übung. Hopp, auf ein neues. Auf ein neues! Geht ihr davon! Ich gehe da vorne, ich glaube, von da kann ich am besten metzeln, oder? Darf mich halt nur nicht bewegen, ne? Ich bleib hier auf der 7. Okay, so, und jetzt speichere ich. Ne, halt nach dem Nachladen. Alles um. Wow, Leute, schub mich nicht runter! Oh krass, die Kate ist runtergefallen, ne? Die ist am Häckseln da unten. Gott, sind die schnell. Die sind sackschnell, um Gottes Willen. Das wäre so nice, wenn die Leute aufhören würden, die Scheiße zu schmeißen, ne? Das macht es mir irgendwie nur noch schwerer, hier irgendwas zu hitten. Gott, ich treffe gar nichts. Hallo? So. Da ist noch einer, der rennt aber weg. Wo rennt der jetzt hin? Okay, die Leute sind noch alive, da unten. Warum rennen die denn weg? Die rennen weg? Da kommt er. Komm her. So, Mann. Das ist aber irgendwie langweilig. Ich renne einfach weg. Kurze Zwischenspeicherung. So, na also. Da kommen sie doch. Oh mein Gott, was für ein guter Plan, das linke Bein anzuschießen, das sich komplett in dem Körper verdeckt aufhält. Da hat erstmal heller gefressen, der Kerl. Ja, hör auf, diesen Mann. Gott, wer ist denn das jetzt? Musst du mich jetzt so abpacken? Die Seefahrerin, aha. Ja, da. Der Jäger. Leute. Exakt dieser Jäger hier. Ja, geht meine Granate, aber nicht du. Oh, shit. Was, nehme ich jetzt alle? Nee. Ich meine, dass ich den Mann eben umgebracht habe. Ah, ja, er steht wieder auf. Sehr gut, sehr gut. Ja, voll in meine Neck gelaufen. Dummbots. So, passt auf. Jetzt nehme ich mir ein Red Away. So. Nimm die Ultrawumme. Geh runter zu dem... ja, zünde die erstmal an. Geh runter zu dem Kack durch. So. Und jetzt geht die Party ab. Und wie die jetzt abgehen, Alter. Shazam! Was ist mit euch los, hä? Oh, fuck. So. Haben wir das hier geklärt, vielleicht? 360 no fucking scope. Ich schwöre, ich habe nicht gescoped die ganze Zeit. Reduziert durch... Oh, noch mehr. Sorry. Oh, oh, die hitten aber doch ganz schön. Hallo? Oh, fuck, ich stecke der Scheiß hier fest. Ja, bleibt einfach hier bei mir. So. Also. Es ist vorbei. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. After us. Was ist das? Angler. Oh Gott, Angler! Was ist hier los? Damit was spucken die? Kate, greif doch mal an! Das ist ein weiterer Schlinger, dem gebe ich jetzt direkt hier unten. Widerliche Kackröte. So, der ist down. Was hat er dabei? Todeskrallenklaue, sagt bloß, die fressen Todeskrallen.
Was sind das für Überviecher? Alles im grünen Bereich. Okay. Und alle haben überlebt? Gut gemacht, alle. Telefon. Der hat ein Telefon dabei. Warum hat er ein Telefon dabei? Nukleares Material. Nice. Angler, widerlich. Wieso, das Tor ist geöffnet und hier ist alles voll. Er ist gefährlich. Ja, ich hab's eben mitbekommen. Hi. Aber Bewohner. Oh nein, der eine ist tot. Der Überlebende ist. Ja, natürlich ist ein ungeschickt gewählter Name, ne? Für ihn. Oh. Bei ihr ist es auch eher nicht so passend. Guck mal, die ist doch komplett verklebt, die alte. Ah, so passt es doch. Also. Hast du Vorräte? Dann schau im Köderladen. Chill doch mal, wir haben gerade eben voll viele Leute verloren. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der Nebel und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Mhm. Was ist der Nebel? Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaber angegriffen hat? Hm. Da gibt es noch Schlimmeres. Erzähl nicht. Kann nicht sein. Ihr habt die ganze Insel verloren? Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Hm. Jetzt zählt Fahaber zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Das ist aber echt haarig. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Aha. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle. Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Was ist denn das für ein Unsinn? Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Fahaber und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Und dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Ha, okay. Was hat er dem Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Okay. Haben die Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Okay. Klingt, als solltest du dich um die Kinder des Atoms kümmern. Oh. Endgültig. Der Festlandbewohner kapiert. Irgendwie wollte ich es nicht zwingen. Du hast alles in meiner Macht Stehende, um den Frieden zu wahren. Also geh, Alan. Tut mir leid. Deswegen. Du bist wegen Kasumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Aha, der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Alles klar. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber die Leute hier sind stur, eigensinnig und haben noch andere wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Ha. Wahrscheinlich ist er verschissen. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow. Er ist als einziger dort gewesen. Gut, danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar.
im Last Plank. Und bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Danke, und dann rennst du weg. Danke. Fuck. Alter, Mademoiselle, was hast du für ein Problem mit da? Alles in Ordnung bei dir? Danke, ich muss ins Bett. Danke. Okay. Ah, die kann direkt hier raus. Alles klar. Wir sind aber von hier gekommen vorhin, ne? Ja. Dann labern wir einfach mal mit den Leuten. Das würde mich jetzt mal interessieren, was die für Probleme haben. Und natürlich bist du diesen Longfellow verloren, als der Nebel kam. Das ist blöd, ne? Das ist sehr blöd. Was mit den Booten, die da stehen? Können die dir? Nee, oder? Kann man hier irgendwas bauen? Nein. Okay. Komm, V. Hallo. Oh! Sag mal. Jetzt, also. Nahrung, Stimpaks, alles auf Lager. Wir wollen hier alles durchgehen. Was kann. Was. War das eigentlich die letzte, das letzte Gespräch mit ihr? Captain? Beziehungsweise der Rest? Oder hat die auch irgendein Problem? Wahrscheinlich hat die auch irgendein Problem, was er uns nicht verraten will. Uhr geht nicht oder sowas. Captain? Come on, tell me the shit, Captain. Ich hoffe, Harbour behandelt dich gut. Ich würde es ruhig angehen lassen, wenn die Leute einfach höflich sind. Mhm. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Härter, als ich aussehe? Wobei genau brauchst du denn Hilfe? Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meyer-Lurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Kann ich locker machen. Verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Und wie viel springt denn für mich raus? Was sind diese Nebelkondensatoren? Wie funktionieren die? Ich bin kein Ingenieur, aber mir wurde erklärt, dass jeder Nebelkondensator Luft anzieht und sie zu Flüssigkeit kondensieren lässt. Der Punkt ist, der Nebel kommt nicht an ihnen vorbei. Eine Barriere schützt die Stadt. Der Nebel bedeutet, dass die fiesen Dinger darin auch drin bleiben. Die kommen nicht oft raus. Die wohnen wohl im Nebel. Die Nebelkondensatoren brauchen viel Energie, aber dafür haben wir einen Windpark. Solange die Turbinen geladen sind, sind wir sicher. Okay. Brauche ich Werkzeuge oder Teile, wenn ich die Reparaturen selbst durchführen muss? Die Energiemodule der Nebelkondensatoren müssen gewechselt werden, aber Howard hat die einzigen Ersatzteile. So oder so musst du ihn erstmal finden. Okay. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg. Gut, unser Wasser geht schon bald zur Neige. Schön, dass du mir das jetzt am Schluss Avery. Ich sagst. Hoffe, Harbour behandelt dich gut. Gab es noch irgendwas? Ja, da noch irgendwas? Was hat es mit diesem Gott, Ort? Ich muss gar nicht mehr sagen, hier, das geht ja durchgehend. Das ganze Dock hat mal der Seefahrerin gehört. Mhm. Als der Nebel dichter wurde, trieb er jede Familie und jede Siedlung aus ihren Häusern im Landesinneren. Die Seefahrerin war so nett, die Leute hier bleiben zu lassen. Fahaber ist dem irgendwie entwachsen. Okay. Was gibt es in der Stadt zu tun? Brooks verkauft alles Mögliche. Teddy Wright kann dich in seinem Laden verarzten, falls Sehr nötig. Gut. Außerdem gibt's im Last Plank Fusel und so ein Zeug. Ach ja. Und wenn du eine Knarre suchst, sprich mit Alan Lee. Kennst du jemanden, der Hilfe brauchen könnte? Da fallen mir nur die Seefahrerin und Cassie Dalton ein. Alles klar. Ich muss gehen. Bis dann. So, das waren doch erst noch mal ein paar nette Gespräche mit ihr. Können wir noch nicht klauen, das können wir nicht nehmen, das Zeug. Das ist anders rot. Machen wir eine Hardcore-Speicherung. Und dann gehen wir mal kurz zum Arzt und lassen uns mal direkt versorgen. Waffen und aber dafür mache ich noch ganz kurz das hier aus. Die sonstige Geschichte, dass die uns schon mal nicht abfuckt. Und ein Gespräch mit dem alten Longfellow und das sind die ganzen Hilfedinger. Das heißt, ja, sehr gut. Wir haben jetzt keinen Punkt, der zurückführt. Der Rumpf musste ordentlich. Die Seefahrerin. Bist du der Waffenpisser? Ja, du bist der Waffenlurch. Okay. Und du bist. Willkommen im Köderladen. Wenn du Krimskrams brauchst, bin ich dein Mann. Also kann ich dir auch alles verkaufen. Sehe ich das richtig?
Was ist deine Geschichte? Ich will nur ein paar Kronkorken verdienen. Apropos. Ja. Handeln wir. Na klar. Gut, dem kann man alles verkaufen und bei ihm können wir auch einiges kaufen. Also falls wir vor allem Munition brauchen oder so, was ja in letzter Zeit immer knapp ist. Scheißdreck da. Vielleicht holen wir uns direkt was mit. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was wir brauchen. Ich werde, glaube ich, erstmal den Kram verkloppen. Mantens. Die Mantens. Davon habe ich auch mal 4 weg. Krass, wie teuer die sind. Guck dich das an. Das ist richtig nice, oder? Annehmen. Ja. Wir sind so rich, like... Hat der Shield-Deck, hä? Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Du? Was ist mit dir das? Die Kinder des Atoms wollen uns meine Waffen. Das uns ins Meer treiben. Du willst Vorräte? Sandra Lee? Sandra. Die Festlandbewohner sind die Wurzel all unserer Probleme. Jedes Einzelnen. Bist du dumm oder was? Geh zu Alan. So, du bist der Teddy. Da ist er ja. Bist du auch ein Geier, der über André kreist? Er ist noch nicht tot. Warte. Nein. Ein Festlandbewohner. Willkommen in meiner kleinen Klinik. Hallo. Wenn du einen Arzt brauchst, dann raus damit. Ich hätte ganz Zeit für ein wichtiges Gespräch, aber es ist so viel zu tun. Wer ist André? Der arme André da drüben ist mein Patient. Er war zu lange im Nebel. Du kennst vielleicht die Strahlenvergiftung vom Festland. Aber wir haben hier unsere ganz eigene Variante. Mhm. Ich kenne mich mit Medizin aus. Kann ich ihm helfen? Du sagst, was? Du? Helfen? Nun, dem armen André geht es schlecht. So gut wie tot. Schadet wohl nichts, dich an ihm rumprobieren zu lassen. Aber ich behalte dich im Auge. Ich kacke ihm jetzt in den Mund rein. Hoppala, das war nicht geplant. André? Geht's dir gut? Dann schauen wir mal. Also André Michon war zu lange... Behandlung ausdenken. Intelligenz 8 oder Arzt 2 erforderlich? Okay, Intelligenz 8 oder Arzt 2? Intelligenz. Wo sind wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da holen wir uns einfach noch einen Punkt, oder? Oder können wir bei Arzt vielleicht noch eins reinskillen? Haben wir das nicht sogar schon? Das ist Apotheker. Wo ist Arzt? Ganz oben, glaube ich, ne? Da. Was war's? Oder Arzt 2, gell? Das wollten wir ja so oder so skillen. Optimoppel also für uns. So, genau, speichern. Eine Behandlung ausdenken. Arzt 2 ist doch am Start. Okay. Tja, Mensch. Ach, das hätte ja so oder so geklappt, oder wie? Ich kümmere mich um André. Aber dank dir hat er wohl eine reelle Chance. Ha! Merkst du gerade mal was, wie gut ich bin? André? Muss ihn finden. Mon Dieu. Doktor, ich muss... Ist das nur ein Besuch oder plagt dich irgendwas? Mich plagt tatsächlich etwas. Mich plagt da etwas. Ich brauche einen Arzt. Dann sag mir, was du brauchst. Und zwar bin ich abhängig. Ich habe was genommen. Zu viel davon. Hast du was, das gegen Abhängigkeit hilft? Tief einatmen. Das könnte etwas unangenehm werden. Oh nein, die Analsonde. Oh, super. Ding, ding. Das war doch bei Fallout 3 auch schon, die Animation, fertig. Oder? Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Ich bin gesund. Heute mal keine Schusswunde. Schön, gesund und... Brauche ich noch irgendwas? Vergiss es. Was? Ah. Brauche ich noch irgendwas? Vergiss es. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann da labern, weil auch mit dem Rest. Alan, was ist mit dir los? Der Festlandbewohner. Super. Du hast mal, uns Alan, auf den Rumpf der Seefahrerin geholfen. Aber das ist unsere Insel. Unser Kampf. Nicht deiner. Du willst keine Hilfe? Verdammt, nein. Wenn man sich an andere Leute klammert, kann man bald nicht mehr allein laufen. Was ist, wenn du das nächste Mal nicht hier bist, ha? Huh? Oder das Mal danach. Entweder kommen wir Haberbewohner allein zurecht, oder wir treten zusammen die lange Reise an. Aber es gibt eine Ausnahme. Wenn das, was du Avery über die Kinder des Atoms gesagt hast, ernst gemeint war. Jedem, der die Mistkerle ausschalten will, verkaufe ich liebend gern meine besten Waffen. Dann hau mal her, raus. Zeig mal, was du da hast. Handeln wir. Guck mal, was er so am Start hat. Vielleicht hat er irgendwas ultra krasses. 10 mm Pistole, das fängt ja schon mal haarig an. Bärenfallen.
Oh, was ist denn das? Eine Kettenklinge. Ultra fette Plasmawumme. Raketenwerfer. Mit Vierfachlauf. Laserscharfschützengewehr. Oh, es ist nichts ultra krasses dabei, bis auf diese. Na, das ist eine Schrotflinte mit 71, aber ich glaube, wir haben auch 71 bei uns drauf. Ich lasse das hier mal. Wir laden mal noch kurz die Seefahrerin an und hören, was die will. Musste ordentlich was einstecken. Ja, aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Mhm. Man nennt mich die Seefahrerin, Schiffsbauerin, Handwerkerin und die einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Ja, und außer mir, nicht wahr? Warum hilft dir niemand? Jeder Harbor-Bewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere. Obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Wenn es so übel ist, wieso machst du das mit? Ich konnte sie ja nicht in den Nebel zurückscheuchen. Das hätte Pech gebracht. Dann hätten mich ihre Seelen bis ins Grab verfolgt. Das steht fest. Ja, gut. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso. Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Wisst ihr was, der Frau will ich sogar gar nicht mehr abluchsen. Die wirkt irgendwie so arm, also so von wegen, alle wohnen bei ihr und sie muss trotzdem die Scheiße machen. Da bin ich einfach mal menschlich, wahrscheinlich, da bin ich menschlich. Du hast die Mauern bisher auch so zusammenhalten können. Wozu also jetzt die Werkzeuge? Ich will den Rumpf von Grund auf aufbauen, ihn stark machen. Dann bleiben diese miesen Krabben endlich draußen. Machen wir. Kein Problem, ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Und jetzt los. Okay. Rumpfdurchbruch. Beschaffe das Werkzeug. Gut. Das will ich noch aus. Ich hoffe, das macht euch jetzt nichts aus, dass ich hier jetzt so viel aktiviert habe. Also 4. Aber es sollte ja passen. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.